Absolut verloren auf dem Weg zu unserem Ziel, dem Cauldron Lake, findet sich der liebe Alan Wake mit mir hier wieder. Ich bin einfach aufgeschmissen in letzter Zeit hier. Das ist einfach nur scheiße. Der Weg zum Finale dieses Spiels ist einfach nur behindert, um ehrlich zu sein. Ach, da ist übrigens der Aufzug. Okay. Hier werden uns nämlich sowas von viele Gegner, Horden entgegengeschmissen. Ich bin halb am Verzweifeln und immer wieder kommen neue und hat man die eine nervige Stelle beim dritten Mal geschafft, dann kommt die nächste nervige Stelle, die man erst beim vierten Mal schafft. Und so jagt ein nerviges Szenario hier das nächste und ich bin so langsam am Verzweifeln, wo ich doch gedacht hätte, dass die letzte Folge vielleicht schon die Finalfolge wird. Aber anscheinend zieht sich der Weg zum Cauldron Lake noch ein bisschen hin und wir müssen hier uns schön durch allerlei gegnerisches Ungetüm bahnen und uns einen Weg hindurch kämpfen, weswegen ich leicht angekotzt bin. Naja, komm, ich nehme einfach ein bisschen Leuchtpistole, weil da kommen jetzt nämlich auch wieder sau viele Gegner. Und wir schaffen es nicht zum Aufzug, ohne dass die uns nicht alle an die Gurgel gehen. Das habe ich schon geschafft, schon versucht. Wir müssen den Aufzug ja auch noch rufen und der Dauer braucht seine Zeit. Da schon mal auf jeden Fall eins hin. Vielleicht könnte ich es jetzt mal versuchen. Jetzt sieht es nämlich echt nicht so schlecht aus, dass ich es zumindest schaffe, den Aufzug zu aktivieren, dass er runterkommt. Oh Gott. Und jetzt? Ach, ich hätte mich nur ins Licht flüchten müssen die ganze Zeit, oder was? Was soll denn das bitte? Und jetzt bin ich heil, oder was? Heile, heile Welt, weil ich ins Licht gegangen bin. Hätte ich das gewusst. Ich höre die Gegner schon fleuchen. Das heißt, wenn ich hier einmal draußen bin aus dem Licht, dann war's das. Aber gut. Naja, es ist meistens dann doch irgendwie einfacher, als man erwartet. Auch hier der Fall. Komm. Jetzt lass mich da rein. Dräng mich nicht aus dem Licht und fahr mich hoch. Ja, also wenn man jetzt hier wirklich gegen die Gegner bestehen möchte und gegen sie kämpfen möchte, das ist eine absolute Schnapsidee. Ich bin, wie gesagt, nur noch am Weglaufen. Was meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit ist, das hier zu schaffen. Wo ist der Ausgang? Da. Okay. So, hier. Manuskriptseite, wahrscheinlich die letzte oder vorletzte, die wir finden können. Die vorletzte, die wir überhaupt finden können. Also genießen wir doch mal den Weg durch den dunklen Ort. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte. Und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Das heißt, Alan wünscht sich die. Okay, ja, okay. Also, Alan. Es kommt anscheinend noch eine wirklich abgefuckte Traumwelt, von der wir jetzt gar nichts ahnen, auf uns zu. So als nächstes Hindernis auf unserem Weg. Ja, das steht uns offensichtlicherweise noch bevor. Gucken wir doch einfach mal, was draus wird. Hä? Ich freue mir. Da fliegt gleich alle, Jimmy, fängt alles in gleich. Ordnung. Ja, geil. Genau. Ich hab übrigens gesagt, das fängt gleich alles an zu fliegen. Zuck. Kann ich mir mal erlauben. Ich habe genug Ressourcen. Also besser gesagt, ich habe von einigen Sachen ein bisschen was, aber von einigen habe ich dann auch gar nicht genug, um es zu verschwenden. Leuchtfackeln und Blendgranaten habe ich zum Glück einiges. Und ein bisschen Tonnenbowling hier, ein bisschen. Oh Gott, scheiße. Zack. Weg damit. Ah. Poltergeist loswerden. Okay, ist anscheinend. Gut, okay. Und jetzt muss ich immer noch in die Richtung. Das heißt, ich muss alle Sachen hier wegkriegen.
und mich mit neuen Gegnern beschäftigen, natürlich. Die mir auf den Sack gehen wollen und mich mit ihren scheiß Wurfgeschossen treffen. Wo ich doch eigentlich schon längst so gut sein müsste, mich da nicht mehr erwischen zu lassen. Okay. Oh nein. Aber es sind einfachere, insofern ist es okay. Okay. Und jetzt noch ein fucking Schiff aus dem Weg räumen. Komm, Alan. Ich verstärk sogar deinen Strahl. Och nein, schon wieder solche Hampelmänner. Och nee. Ja, lass mich. Oh, lass mich halt in Ruhe. Zack. Ah. Scheiße. Fucking. Ja, weg mit den Deppen. Richtig. So, komm. Ey, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein lächerlicher Witz. Wie viele denn noch, Leute? Wie viele denn noch? Das ist jetzt absolut zu viel. Also ihr übertreibt's. Ihr übertreibt's, Entwickler. Absolut. Das ist nicht mehr witzig. Das ist echt einfach nur noch behindert, was ihr mir hier vorsetzt. Ey, kann ja nicht sein, dass ich diesen Scheiß... Dass ich hier den 1000 Gegner kämpfen muss, um es eine Boot wegzukriegen. Boah. Wem gehorchen dir? Sicher nicht. Falls du Barbara bist. Klang ja nach Barbara. Ob ich der Dunkelheit gehorchen würde. Zack. Ich hab's gesehen, da vorne bricht gleich ein Besessener raus oder so. Oder was fliegt da gerade umher? Oh nein, scheiße. Nichts Besessener. Alice hat sie nie geliebt. Sagst du. Da gehe ich einen Scheiß drauf. Ich besiege den Tornado. Ich hoffe mal, ich weiß, wie das geht. Ach du Scheiße, ey. Was ist denn das bitte für ein mega... Übershit hier, ey. Was soll ich denn da besiegen? Ich kann nur sterben. Beziehungsweise Leuchtpistolen reinjagen, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich weiß ja nicht mehr, ob das überhaupt annähernd was bringt, ne? Okay, weg damit. So, den Rest hebe ich mir jetzt wieder erstmal auf, nicht, dass ich hier alles verschwende einfach. Das wäre ja blöd, ne? Boah, mein Weg führt mich aber mitten durch einen Tornado, ey. Wie soll das möglich sein? Erkläre mir jemand meinen... Ja, richtig, ich habe echt keine Chance. Ups! Achso, da geht's runter. Gut! Toll! Geil! Wusste ich auch, wusste ich. Wusste ich echt. Ja, ich habe natürlich doch wieder Schaden gekriegt. Ey, ich weiß halt nicht, wie ich den Tornado besiege. Ich jag ja schon die ganze Zeit Leuchtpistolen da rein, aber... Es war anscheinend mega unnütz, beziehungsweise einfach nur falsch. Ich habe ja auch, also ich kann die Sachen nicht verschwinden lassen. Anscheinend muss ich einfach versuchen, hier durchzulaufen und dann kommt ein gescripteten Ereignis und kommen dann Kämpfe. Ups. Leuchtpistolenmunition, geile Scheiße. Also vielleicht hatte ich doch eine richtige Idee zumindest. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, dass ich einfach nur irgendwo reinhau. Aber ich meine, da ist ja genug Munition, also wieso sollte ich nicht einfach... Aber ich glaube, ich kann erst da vorne wirklich Schaden machen.
Ich muss mir jetzt in die Mitte geben, in das Auge des Sturms. Und natürlich gucken, dass ich springe, wenn nichts auf mich losgehen will. Richtig! Ha! Ich weiß, wie das Spielchen hier funktioniert. Endlich! Ich kann nämlich erst ab hier wirklich Schaden machen. Jetzt kommen die Vögel. Yo! Ich schmeiß gerade einfach irgendwo mein Zeug rein. Das ist... Nur falls jemand fragt. Ich hau gerade einfach irgendwie... die Leuchtpistolen-Sachen rein. Oh, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Was bringt mir das jetzt? Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Nö. Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Also, was auch immer das sein mag, es ist nicht unsere Frau. Der Garantie nicht. Da kann ich nicht weiter. Wo ist denn das Ding dann? Muss ich außen rum oder was? Ah ja, natürlich. Ich muss durch die Küche gehen. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett. Oh. Anscheinend richtig, ja? Thomas Zane. Der Taucher. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich Ihnen in den Weg. Es lässt Sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn Sie fort sind. Das ist so eine Art zweite Persönlichkeit. Holen Sie den Klicker. Klick. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab, ha? Einzelne Wörter, die schweben da vor uns entlang. Komm, Einkaufswagen verschwinden lassen. Oh, jetzt sind wir hier in einer richtig abgefuckten Welt. Aber ich bin gerade im Überlegen, ob wir hier erst in der nächsten Folge weitermachen, weil das ist jetzt endgültig das Finale. Zum Glück hat es jetzt doch anscheinend nicht so lange gedauert, bis wir da reingekommen sind und bis ich jetzt hier diese blöde Passage mit den Massengegnern beendet hatte.
Ja, ich bin wirklich dafür, dass wir in der nächsten Folge hier weitermachen. Diese wird man wahrscheinlich natürlich nicht die 20 Minuten füllen, weil ich werde jetzt keine 4 Minuten mehr quatschen. Außer ich habe den Timer falsch gestellt, weil in der Folge vorher war ja ein bisschen was schiefgelaufen und ach egal, ich werde jetzt einfach beenden. Also, wir sind jetzt in der letzten Konfrontation mit der Dunkelheit, haben gerade schon die Dunkelheit nochmal versucht, uns zu überlisten, indem sie so tut, als wäre sie unsere Frau. Und alles wäre wieder so wie damals in New York, glaube ich, war es, wo wir gelebt haben. Aber Alan war natürlich nicht doof, hat's rausgefunden, Licht angeschalten und dann hat sich alles als einen Betrug herausgestellt. Und jetzt sind wir in einer mega abgefuckten Welt. Das haben wir ja auch in der einen Seite hier gelesen, der dunkle Ort und der Weg durch den dunklen Ort. Das ist dieser dunkle Ort, in dem wir jetzt eben hier sind, der mega abgefuckt ist und wir werden uns hier demnächst, nächste Folge hoffentlich gut bewähren und die ganze Sache schön zu einem Ende bringen. Ich freue mich darauf. Bis zur nächsten Folge. Für die klickt ihr rechts oben. Für die vorherige klickt links oben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, nettes Kommentar. Und wir machen nächstes Mal weiter bei diesen komischen Neon-Wörtern in der abgefuckt creepy Welt. Naja, fast schon seinen Hilferschnitt hier, fehlt nur noch der Rost. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.